Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Vanilla. Wieso verhumsel ich mich jedes Mal dabei? Vanilla Minecraft. Und zwar eigentlich Multiplayer, aber irgendwie bin ich jedes Mal im Singleplayer. Keine Ahnung warum. Letztens hatten wir es geschafft, dass wir im Nether mal kurz waren. Einfach mal reingucken. Einfach nur, weil wir es können. Und hurala. Und heute versuche ich eben halt noch ein bisschen die Bahn hier aus, die Strecke hier noch ein bisschen auszubauen, beziehungsweise weiterzubauen. Ohne irgendein bestimmtes Ziel, wo die hinführen soll. Von daher lasse ich mich einfach nur mal überraschen. So, Gleise haben wir natürlich keine einstecken, worum auch immer. So, jedenfalls, wir hatten letztens versucht, ein bisschen Glowstone bzw. auskundig zu machen, wo ein bisschen Glowstone ist. Bisschen was gefunden haben wir ja, aber wenn das nicht so, hupsala, wenn das nicht so gefährlich wäre, wäre es ja in Ordnung, aber ich bin ein kleiner Schisser. So, jetzt habt ihr's. Jetzt könnt ihr mich auch aus. Jetzt könnt ihr mich auch auslachen deswegen. Necro ist ein Schisser. Ja, ist er. So. Ach so. So, und wie schon gesagt, ich werde dann, wenn ich so gut wie fertig bin mit der Strecke, auch so was Ähnliches wie Brückenpfeiler bauen, damit das dann wenigstens alles noch ein bisschen authentisch aussieht. Dann, Moment, ich habe noch gerade noch was anderes vor. Und zwar sehe ich, dass ich im Inventar noch einen Eimer mit Wasser habe. Auch Wassereimer genannt. Und zwar werde ich erstmal was überlegen müssen. So. Ne, die Erde, die ist hier, genau. So. Mal schauen, ob das funktioniert. Wäre natürlich voll cool. Premium, edel. So. Aber ich mache mal schnell eine neue Schaufel, weil mit dem Erdeblock, das ist ja Schnarsch. So, und da haben wir noch zwei Stiggies. Zack, zack. Ey. Oh. Da. Obwohl. Können wir ja auch so machen. Zack, zack und zack. Nein, das war's falsche. Zack. So, Haps. Genau. Und dann noch das hier weg. Wer Feed the Beast Monster geschaut hat, der müsste eigentlich gleich wissen, was das ist, aber nee, es geht nie. Schade. Oder versuchen wir es mal so. Dann so. Ups. Dann so und so. Sieht alles ein bisschen hübscher aus, dann machen wir es hier noch dichter. Ungefähr so. Und jetzt kommt noch nicht mehr hier hoch. Scheiße. Das heißt für mich, ich muss die Treppe nehmen, die Leiter nehmen. Aber das ist ja kein Problem. La 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 la. Ja, nee, ist klar. Es ist schweinewarm hier. Gefühlte 80, 90 Grad und ich habe ein Weihnachtslied als Ohrwurm. Cool, oder? Das muss er noch erstmal schaffen. So, dann machen wir das jetzt so. Genau. Dann machen wir diesen. Huchala. Heps, heps, heps und heps. Und heps und heps. So und zack.
Ja, nicht. Sieht schon ein bisschen besser aus. Huch. Ich habe keine Erde mehr. Okay. Sieht schon ein bisschen besser aus. Bisschen geschmückt jetzt. Na komm. La 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 la. So. Dann werde ich mal kurz überlegen, weil, wie ich das schon mal gesagt hatte, will ich eigentlich immer so einen kleinen Weg bis zu meinem Turm. Moment, geht jetzt gerade gar nicht. So. Heps. So, beziehungsweise will ich ja versuchen, immer einen Weg zu meinem Dings machen. Das kommt jetzt aber richtig Mist, muss ich jetzt mal sagen. So, anders geht's jetzt nie. Genau, anders geht's echt nie. Schade eigentlich. So. Da war er wieder. Der Frosch im Hals. So. Obwohl, hier würde ich das gerne drei machen. Ja, ich habe noch eins, zwei Minütchen, dürfte ich noch Zeit haben, bevor es ganz dunkel wird. Deswegen ein bisschen beeilen. So. Kann ich jetzt schon schlafen? Jo, ich kann. Schön. Ich freue mich. Ne, geht eigentlich jetzt gerade ein bisschen locker, fluffig von der Hand. Staunlich eigentlich. Also geht er doch schneller, als ich jetzt dachte. Vor allen Dingen jetzt, ouch, vor allen Dingen jetzt hier mit dem Make-up bauen, das geht ja wirklich. Ja, geht ja wirklich ratzfatz. Muss ich mir eben halt jetzt noch ein bisschen von diesem roten Gedöns da holen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Blabla, Sülz oder so. Aber das gibt es hier eigentlich, Gott sei Schrank, umsonst, en masse, umsonst, hä? Umsonst ist nichts. Das ist nicht immer der Tod, das bezahlst du mit dem Leben. So. Ja. So. Oh, das kratzte gerade im Hals. Eigentlich kratzt es ja immer noch, aber ich versuche es zu unterdrücken. Oh, sorry. Das... Oh. Und ich habe nichts zu trinken hier am Rechner stehen. Verdammt. Na, Grunzi. So, da hüpfen wir nochmal schnell darüber. Hier ist ja auch noch dieses rote Zeug, dieser rote Stein. Geht aber, wie schon gesagt, zum Glück, ich habe eben halt von meinem Collagen da die Spitzhacke bekommen. Die geht ja schön schnell. So, 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 so. So, das haben wir dann eigentlich da fertig mit den kleinen paar Verschönerungen, die ich heute eigentlich vorhatte. Jetzt kriege ich wieder eine E-Mail, das ist toll. Wie schon gesagt, blöderweise muss ich Minecraft im Fenstermodus aufnehmen, deswegen auch oben dieser Rand. Es will bei mir nicht im Vollbild aufnehmen. Warum? Ich habe keine Ahnung. So, wie viele Steinchen habe ich denn jetzt? 64 und noch ein bisschen an. 58. Zack. Ja, das reicht ein bisschen was. So, da holen wir die Spitzhacke nochmal raus. Das ist eben halt blöd, dass es dort 2 breit ist und nicht 3. Aber dann muss ich mir noch was einfallen lassen. Moment, kleinen Augenblick.
Also irgendwie klingt das gerade wie bei Herr der Ringe. Ich muss sagen, das kommt mal richtig, richtig geil. Oh, fett. Ich liebe diese Filmtrilogie, Herr der Ringe. Genauso wie der Hobbit. Ein absolut... Das ist echt absolut geil. Aber ich kann jetzt die Soundmusik wieder auf 5% runterjagen. Zack. So. Seps. So, ich werde zwar heute nicht ganz fertig werden, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So. Eigentlich wollte ich den Berg hier überspringen. Das ist ja das Blöde gerade. Oder ich buddel mich durch. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ja. Obwohl. Ne, geht nicht. Schade. Geht nicht. Na, das ist das Mies. Ich wollte mich ja eigentlich jetzt nie drüber kloppen. Aber was muss, das muss, ne? So, dann hier. Dann hier. Die Kohle will ich jetzt gerade gar nicht haben. Das, was wir in Feed the Beast Resurrection haben wir zu wenig haben, haben wir hier zu viel. Die Schaufel noch einmal bitte. Zack, zack. Dann dich, dann dich, 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 dich. Und dann dich und nicht dich. So. So, aber damit das alles ein bisschen schöner aussieht, machen wir noch diesen hier. Hüpfala. So. So. Dam, 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 dam und dam. So, jetzt haben wir ein Problem, weil die roten Steine sind alle. Na naja, gut, Problem, relativ. Ich brauche bloß welche abbauen. Ja, nicht. So. Da ist noch was, hier ist noch was. Also die roten Steine, da haben wir genug da. Zum Glück, die Spitzhacke ist auch verzaubert, freue ich mir. Muss alles ein bisschen schneller gehen hier. Ich habe keine Zeit. So. Hüpf. Da unten ist noch was. Das will ich jetzt aber nicht wegnehmen. Wegen der Sicherheit. Hä? Jetzt fange ich auch schon damit an, oder was? Wo gibt es denn noch so einen roten Stein? Gedöns. Kladderadatschi. Picken wir hier noch ein bisschen was raus. Haps, haps, haps und haps. Fertig. So, das wird jetzt alles schön zu diesen Dingern gemacht. Poliert. Ach, polierter Granit? Aha. Hier wächst ein Baum. Hier wächst ein Baum? Was? Polierter Granit ist das also? Ich verstehe. So, und hier machen wir die Steine noch weg. Genau.
Du kannst auch rennen, wo der Weg trocken ist. Meine Fresse. Und ich sehe schon, ich bin schon wieder, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es eben halt mir irgendwie zukommen lassen. Ich würde mich definitiv bedanken. Und da würde ich eben halt sagen, dann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Dann tschüss.